In diesem Video siehst du, wie ich innerhalb weniger Minuten eine vollständige 360-Grad-Haustour, also so einen virtuellen Durchgang, von einer Wohnung erstelle. Wie das geht? Schauen wir uns an. Let's get into it! Der Lucas Show. Auf meinem Kanal hier geht es rund um das Thema US-Immobilien und Investieren in Amerika. In meinen Videos lasse ich dich an meinem Wissen, meinen Erfahrungen, aber auch an meinen Fehlschlägen hier als US-Investor teilhaben. Wir kaufen, renovieren und vermieten Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und andere Objekte hier im Großraum Philadelphia. Wir setzen verstärkt auf 360-Grad-Aufnahmen, weil sie erstens schnell gehen und zweitens super praktisch sind. Zum Beispiel, wenn du den Renovierungsfortschritt dokumentieren möchtest. Die Renovierung vorher und die Renovierung nachher. Also das Haus quasi im Rohzustand, kaputt, was auch immer, wo es reinregnet. Und nachher komplett renoviert. Da setzen wir das ein. Aber auch in der Vermietung. Wenn wir zum Beispiel Wohnungen renoviert haben, werden die 360-Grad-Aufnahmen gemacht. Mit diesen Aufnahmen wird die Wohnung im Immobilienmarkt vermarktet und hilft den Mietern zu entscheiden, ob sie da einziehen möchten oder nicht. Aber auch wenn die Mieter ausziehen, können wir sagen, so sah die Wohnung vor deinem Einzug aus und so schaut sie jetzt aus. Lieber Mieter, die Schäden musst du bezahlen. Aber darum geht es in diesem Video nicht. In diesem Video geht es darum, wie ich dir innerhalb weniger Minuten zeige, wie ich sowas erstelle. Das geht super schnell, super einfach, braucht nicht viel, nur so eine kleine Kamera hier, also so eine Insta 360. Das ist die One X, das ist sogar die alte. Also da gibt es schon 3, 4, 5 Nachfolger, aber die tut es genauso. Also da musst du nicht tausende von Euros investieren, sondern ein paar hundert reichen und du kannst dieselben Ergebnisse erzielen wie ich. Der Hintergrund zum Haus. Das Haus, beziehungsweise in diesem Fall ein Apartment, ist ein zweietagiges Apartment. Wie heißt das nochmal? Maisonette. Maisonette Apartment, das hat 3 Schlafzimmer, ein Badezimmer, verteilt auf 2 Etagen. Das allererste, was ich immer mache, ist, ich gehe in dieses Objekt rein, verschaffe mir einen Überblick, wie ist der Grundriss, welche Zimmer sind da, wo muss ich welche Tür aufmachen und welches Licht muss ich anmachen. Ganz wichtig. Also, zuerst gehen wir mal durch und schauen uns das Objekt an. Los geht's. Also wir kommen hier die Treppe hoch und haben jetzt natürlich gleich den Weg in die Küche. Das heißt, das Apartment ist auf 2 Etagen, fängt in der 2. Etage an, ist ein Mehrfamilienhaus. Die Küche einfach geschnitten. Da vorne ist die Treppe, das ist der Hauseingang, also der Wohnungseingang. Dann haben wir hier einen großen Raum, also ein Wohnzimmer. Dann haben wir hier rechts ein Schlafzimmer, also das ist das Master Bedroom heißt es hier. Das ist das größte Schlafzimmer, hat 2 Kleiderschränke, eingebaute Kleiderschränke, das ist hier in den USA normal. Dann haben wir auf derselben Etage jetzt rechter Hand das Badezimmer. Das ist ein einfaches Badezimmer. Haben wir hier so eine Bade-Dusch-Kombination. Wir haben überall Teppichboden, der ist auch neu verlegt. Und jetzt gehen wir auf die 2. Etage hoch. Diese kleinen Türen hier, das sind so Storage-Bereiche. Also kann man Lager, Sachen einlagern, Koffer oder was auch immer. Dann haben wir hier die Klimaanlage, also die Lüftung dazu. Und haben hier oben das 2. Schlafzimmer, auch ein großes Schlafzimmer. Hier nochmal eingebauter Schrank bzw. so ein Storage und dann haben wir da auch noch einen Kleiderschrank im Zimmer mit drin. Dann haben wir hier nebenan auch gleich noch das 3. Schlafzimmer bzw. Office, je nachdem. Und in diesem Office haben wir hier auch die Waschmaschine und den Trockner quasi im Apartment. Das heißt, man muss nicht in den Keller gehen und waschen, sondern das ist im Apartment auf der Etage, wo die Leute leben. Ja, dann habe ich doch schon eine Idee, wo ich die Kamera hinstelle. Los geht's. Die Renovierung ist abgeschlossen und jetzt haben wir hier ein leeres Apartment. Dieses leere Apartment, das nehme ich jetzt auf, wieder als 3D-Scan und dann hauen wir das einfach auf den Markt bei Zillow und schauen, welche Mieter sich darauf bewerben. Wie mache ich es? Ganz einfach, meine Insta 360, also die faktisch alte Kamera, sie ist ja inzwischen schon, die stelle ich einfach auf, laufe durch das Apartment an verschiedenen Stellen, habe dazu meinen Tripod hier, also das ist so ein einbeiniges Stativ, auf dem das steht. Das Ding hat den Vorteil, wenn du dann mit dieser 360-Kamera, 360-Grad-Kamera nach unten guckst, siehst du kein Stativ. Das heißt, du kannst dich rundum bewegen und siehst kein Stativ. Also, Kamera ist bereit. Was machen wir als nächstes? Richtig, durchs Haus laufen oder in dem Fall durchs Apartment, sich einen Weg überlegen, wo gehe ich lang und überall das Licht anmachen. Viel Licht, ganz wichtig. Auf geht's, Licht anmachen. Nachdem das jetzt erfolgt ist, fangen wir an mit dem Scan. Wo fangen wir an? An der Treppe. Da, wo man reinkommt, da fangen wir an zu scannen und dann gehen wir im Uhrzeigersinn einfach durch. Also bereite ich mal mein Handy vor. Den Screen von dem Handy, den share ich dir jetzt auf den Screen parallel neben mir und dann siehst du auch, was ich hier sehe. Also hier steht jetzt der Tripod am Eingang der Treppe, also hier unten geht es dann runter, da ist der Ausgang. Hier geht es zur Küche. Das heißt, hier fängt die Kamera jetzt an, ihren ersten Scan zu machen. Und ich verstecke mich und drücke einfach Scan.
Das dauert einen Moment. Und dann hört man so diesen Beep. Dann dreht er hier, hat schon den ersten Scan gemacht und du siehst gleich hier auf dem Bildschirm, dass hier ein Teil dieses Raumes zu sehen ist. Da ist er. Dann gehen wir hier weiter und gucken uns an, wie die Küche aussieht. Das heißt, der Eingangsbereich zur Küche. Ganz klar, ich verstecke mich wieder und drücke Scan. Beep. Da ist er. Und jetzt fängt er an, sich den Raum aufzubauen. Du siehst, wie in einem guten Videospiel, das Ganze hier von oben. Da steht jetzt die Kamera inmitten des Raumes. Wir verstecken uns. Und damit haben wir auch diese Küche mit aufgenommen, komplett 360 Grad. Und dann machen wir jetzt weiter, genau in diesem Rhythmus hier und stellen das Ganze einfach in die Mitte des Raumes. Ich muss mich natürlich wieder verstecken, weil ich will auf dem Bild nicht zu sehen sein. Dann nehmen wir noch eins hier in der Mitte des Raumes, beziehungsweise am Rand, dann haben wir den ganzen Raum und wieder verstecken. Und immer wenn man den Pieps gehört hat, dann kann man das Ding nehmen und einfach einen Meter, zwei Meter weiterstellen, so wie es Sinn macht. Vollkommen easy, das kann sogar einer wie ich. Jetzt stellen wir das Ganze hierher und dann sieht mich die Kamera genau hier nicht. Komm mal mit. Licht vergessen anzumachen, verdammt. Und wenn es Pieps gemacht hat, einfach weitersetzen. Verstecken. Und es war schon die untere Etage und jetzt fangen wir an, das Ganze die Treppe hoch zu machen. Jetzt habe ich das Ganze einfach hier in die Treppe gestellt. Und dann bewegen wir uns die Treppe nach oben. Ja, hier so auf halber Treppe, das macht auch Sinn. Aber immer schön aus dem Bild. Und jetzt gehen wir ganz nach oben. Stellen das Ding dahin. Machen ein Bild und sagen dem gleich, dass wir auf einer anderen Etage sind. Und dann machen wir einfach noch ein Bild und sagen hier einfach Add New Floor, Floor 2 und machen einfach noch ein Bild. Und dann geht es da oben weiter. Dann gehen wir hier um die Kurve rum, stellen die Kamera wieder hin und nächstes Bild. Und auch hier wieder auf die Kreuzung, damit das Ding ungefähr weiß, wo es ist. Verstecken. Dann geht es hier in den Raum weiter. Dich nehme ich aber mit. Und weiter geht's. Im Uhrzeigersinn in diesem Fall. Da hat er Pieps gemacht. In die Mitte des Raumes und dann haben wir die besten Bilder. Verstecken. Und dann geht es hier in den Raum weiter. Wieder in die Mitte des Raumes gestellt. Verstecken. Ja. 5 Minuten Arbeit. Easy. Du hast gesehen, 5 Minuten Arbeit, nur um die Bilder in die Kamera zu kriegen, beziehungsweise in die App von Matterport. Matterport, den Link dazu setze ich dir natürlich in die Beschreibung unter das Video, aber auch die Details, also Kamera und Stativ, was ich benutzt habe, findest du in der Beschreibung unter dem Video.
Dazu brauche ich jetzt eigentlich nur eins, und zwar mein Telefon. Die Bilder sind alle noch drin. Drin heißt in der App. Und was wir jetzt einfach machen, ist, wir zeichnen jetzt überall die Fenster ein. Und das machen wir wie folgt. Das heißt, wir gehen auf die untere Etage, also auf die Etage, bei der wir angefangen haben, die Bilder, die Aufnahmen zu machen. Und hier schauen wir uns jetzt um, wo waren Fenster nochmal? Wir erinnern uns, beziehungsweise ich erinnere mich zumindest, da in der Küche, da war eine Tür und da waren Fenster über der Spüle. Fangen wir mit dem an. Also, das heißt, du sagst einfach nur Add Windows oder Fenster, je nachdem, wie deine Spracheinstellungen sind. Ziehst das Ganze dahin, wo das Fenster ungefähr war, das hilft der KI schon, und du sagst, wo drin und wo draußen vom Objekt ist. Das macht sich sehr gut bei kompletten Dollhäusern. Also wenn du so ein Puppenhausmodell machst vom gesamten Haus, auch von draußen, weiß der, was drin und was draußen ist. Das machen wir jetzt hier überall. Das heißt, wir machen überall die Fenster, bauen die ein, sagen so und so groß, ungefähr. Das muss nicht maßstabsgetreu sein, aber nur so Pi mal Daumen. Das hilft der KI zumindest. Das Ganze beschleunigen wir jetzt mal, weil das ist schon langweilig. Also das ist wirklich nur Fleißarbeit. Das ist keine Raketentechnik. Dann müssen wir noch die zweite Etage hinzufügen, da auch noch einzeichnen, wo alle Fenster waren. Wir sind die Treppe hochgekommen, hinter der Treppe, hinten, da war noch ein Fenster, bauen wir das ein und so weiter und so fort. Das machen wir jetzt mit allen Fenstern. Los geht's. Und wenn du jetzt alle Fenster und Türen eingetragen hast, ja, dann gibt's nur noch eins, hochladen. Hochladen zu Matterport. Und da erfolgt dann die Magic. Matterport informiert dich so circa nach einer Stunde, je nachdem wie groß dein Modell ist, per E-Mail und sagt dir, dass dein Modell jetzt fertig berechnet ist. Bei großen Objekten, da braucht es manchmal 2 Stunden, 3 Stunden, wenn du 40, 50, 60 Fotos gemacht hast, dann braucht Matterport ein bisschen länger, aber die berechnen dir das Modell, informieren dich per E-Mail, wenn es fertig ist, und dann kannst du es dir auf der Matterport-Seite angucken, und das schauen wir uns jetzt mal an. Du siehst hier jetzt das gesamte Modell von diesem Haus, also wir sind hier immer noch an der Treppe, da ist die Küche, da kannst du dich dann umschauen, kannst quasi mit der Tastatur oder was auch immer hier durchs Haus gehen, so. Das ist ein Punkt, das heißt, du kannst dich hier Punkt zu Punkt, da wo wir Aufnahmen gemacht haben, dich durchs Haus bewegen und kannst auch hier schön die Treppe hochgehen. Kannst jedes Zimmer dir anschauen, kannst dir jede Steckdose sozusagen, kannst du dir im Detail anschauen und kannst sagen, die war vorher okay, die war vorher nicht okay, was auch immer. So ist zum Beispiel der Einsatz für Immobilien, die wir vermieten. Das heißt, das ist der Zustand vor der Vermietung. Ein kleines Abfallprodukt von diesen Aufnahmen sind die Dollhouse-Aufnahmen. Also Dollhouse heißt Puppenhaus und das sieht dann ungefähr so aus. Also nicht ungefähr, sondern das sieht so aus. Das Dollhouse hier kannst du jetzt dir anschauen. Dann kommt man hier die Treppe hoch, hier ist die Küche, hier ist das Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer, Treppe hoch, Schlafzimmer, Schlafzimmer. Das Dollhouse kann man schön drehen. Man kann die Aufnahmen auch von außen noch mitmachen und kann halt, wenn man gesagt hat, was draußen und was drin ist, das ganze Haus nochmal sehen. Aber in dem Fall wird nur das Apartment vermietet, von daher sind Außenaufnahmen in dem Fall gar nicht so wichtig. Ein weiteres Nebenprodukt sind die Grundrisse. Wenn du es dir hier anschaust, siehst du gerade den Floorplan. Also wir können jetzt den Floorplan uns vom zweiten Obergeschoss angucken oder vom ersten und sagen jetzt, okay, wir würden gerne, Floorplan ist ja schön und gut, aber ich würde gerne Maße sehen. Wie breit ist denn jetzt dieses Haus? Da gibt es hier unten dieses kleine Lineal und dann sagst du hier einen neuen Messpunkt hinzufügen und kannst zum Beispiel sagen, du setzt den hier an und möchtest jetzt bis hier hochgehen. Und dann siehst du, dass dieses Haus 17 Fuß breit ist. 17 Fuß bringt jetzt dem Europäer als Maßeinheit nichts, aber du kannst auch die Maßeinheiten aufs metrische System umstellen, wie der Rest der Welt. Hier in den USA brauchen wir eben Fuß und Inch. Sei es drum. Das Tool ist eigentlich super praktisch. So erstellen wir Grundrisse, so machen wir Flächenberechnungen, so kann zum Beispiel ein Handwerker ein Aufmaß machen. Also hervorragend nützlich. Weiteres Nebenprodukt, Matterport macht ja auch noch sehr, sehr schöne Aufnahmen. Das heißt, diese Aufnahmen vom Matterport, die es jetzt gemacht hat, als Fotos, was du hier siehst, ist natürlich in der App nur verfügbar oder online. Aber du kannst dir bei Matterport auch die Fotos runterladen. Matterport erstellt aus diesen Bildern, diesen 3D-Bildern, auch normale Fotos. Und diese Fotos kannst du für deine Anzeige, für deine Immobilienanzeige benutzen. Hervorragende Qualität. Geschenkt, oder? Du siehst, der Aufwand ist minimal. Die paar Minuten, die ich aufgewendet habe, um diese Kamera durch das Apartment zu tragen, mich zu verstecken, ja, ein paar Mal versteckt, und auf Aufnehmen zu drücken, geschenkt. Und das ist das Ergebnis davon. Grandios. Die Kosten, wie gesagt, die kleine Kamera, vielleicht noch ein gutes Stativ dazu. Matterport, ja, die rechnen dich monatlich ab. Das kommt darauf an, was du für einen Bedarf hast. Ob du jetzt ein Haus hast, das ist, glaube ich, kostenlos. Wenn du 5, 10, 20 hast, gibt es verschiedene Pakete. Aber hey, wer 20 Häuser online hat, der kann sich auch leisten, die Matterport-Kosten zu tragen, oder?
Lass mir auf jeden Fall ein Like da, wenn du in diesem Video was mitnehmen konntest und was gelernt hast. Wenn dir meine Themen gefallen, abonnierst du am besten meinen Kanal und wenn du jemanden kennst, der sich für diese Themen oder Matterport zum Beispiel auch interessieren sollte, dem schickst du am besten das Video. Jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.